Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar gibt es heute von mir mein allererstes Review-Video von dem letzten DM-Haul, den ich gemacht habe. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Naja, egal. Und zwar geht es heute in dem Review-Video um die Neuheiten bzw. um Produkte, die für mich neu sind, die ich mir da gekauft habe, tralalala. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auch gleich schon mal los. Und zwar fange ich nämlich an mit zwei Duschgelen von der Marke Balea. Und zwar das eine ist hier das Duschgel Frozen Breeze oder Frozen Breezy. Und das duftet nach Veilchen und Himbeeren. Und das ist leider eine Limited Edition, also heißt, dass die höchstwahrscheinlich schon nicht mehr in den DMs verfügbar ist, sozusagen. Und ja, also bei diesem Duschgel hat mir das richtig gut gefallen. Also erstmal der Duft des Duschgels und ich finde beim Duschgel ist es auch immer für mich wichtig, dass ich mich so total erfrischt fühle oder so eine Art Wachgefühl habe. Und das hat es auf jeden Fall erfüllt. Also ich würde es mir auf jeden Fall wieder kaufen, wenn es das irgendwann wieder geben sollte, auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch ein Duschgel. Das ist das Frost Flower Duschgel und das duftet nach Rosen und Passionsfrucht. Und da ist es genau dasselbe wie bei dem anderen. Also das hat mir total gut gefallen. Es macht die Haut schön weich auch noch, genau wie das andere. Es ist einfach dieser Duft, der einen schon erfrischt, finde ich. So, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht so genau, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall haben mir die beiden Duschgele richtig gut gefallen. Was habe ich denn hier noch? Achso, dann bleiben wir einfach bei der Marke Balea. Und zwar habe ich hier nämlich so eine Pflegecreme. Und hier steht noch drauf, 20 Jahre Balea, Best Wishes mit verführerischem Orangen- und Grapefruit-Duft. Und bei dieser Creme, muss ich sagen, hat mir gut gefallen, dass sie die Haut schön weich macht und man auch so ein bisschen so ein erfrischendes Gefühl hat irgendwie, ich weiß nicht. Und was sollte ich dann noch sagen? Aber ich finde, oder der Grund ist, weshalb ich sie mir nicht nochmal kaufen würde, ist einfach dieser Duft. So, und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also wenn ich die Creme auftrage, so macht sie die Haut schön weich, aber dieser Duft, das ist einfach so, für mich riecht diese Creme extrem unangenehm. Also ich weiß nicht, andere sagen jetzt wahrscheinlich, bist du bekloppt oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, also für mich ist irgendwie so ein Duftstoff oder Duftaroma in dieser Creme, was sagt, es ist einfach nicht für mich gemacht. Ich weiß nicht wieso, also ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Also die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann komme ich jetzt hier zu den zwei letzten Sachen, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise die ich ausprobieren wollte. Einmal hier von der Marke Balea eine Gesichtsmaske oder beziehungsweise eine Peel-Off-Maske. Hier steht, dass sie tiefenreinigt, für Mischhaut gedacht ist, klärt das Hautbild und pflegt mit Hamamelis. Und bei dieser Art von Gesichtsmasken, also die gefallen mir erstmal richtig gut, weil wenn man schon die Gesichtsmaske aufträgt, so, dann finde ich, merkt man einfach, wie diese Maske in die Poren eindringt, sag ich mal. Also ja, wie das so eins wird eben. Und ja, ich weiß nicht. Also man hat irgendwie, finde ich, also so war es jedenfalls bei mir, so ein richtig gutes Gefühl. Ich weiß immer gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Und dann muss die ja eine gewisse Zeit einwirken. Also meistens ist das ja so zwischen 10 und 15 Minuten. Und dann, wenn man, das liebe ich einfach so. Und dann, wenn das alles getrocknet ist, dann kann man die so richtig schön abziehen. Und dann, ja, klebt da, was weiß ich, ein paar Hautschöpfchen oder überschüssiger Teig dann dran. Und das finde ich einfach irgendwie,
ich weiß nicht. Also das finde ich ein bisschen eklig. Aber ich finde das besser, wenn man das dann so abziehen kann, als wenn man das so dann irgendwie mit einem nassen Waschlappen oder so sich dann erstmal die Creme aus dem Gesicht wischt, abwischt. Je nachdem, wie auch immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kaufe ich mir die beim meinem nächsten DM-Haul nochmal. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar ist es auch eine Maske, aber von der Marke Shebens. Und das nennt sich, oder die Maske, die nennt sich Erdbeer-Peeling-Maske. Und die hat eine Drei-Phasen-Wirkung und reinigt sanft und tiefenrein. Und die Maske hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt aber ein kleines Aber. Und zwar, also was ich gut fand, also die ist ein bisschen körniger. Ich weiß nicht, ob das bei allen Shebens-Masken so ist, weil ich kaufe mir ja sonst normalerweise nur die Totes Meer-Maske. Das ist ja mein absoluter Favorit. Und ja, das, da merkt man das ja auch schon bei der Erdbeer-Peeling-Maske. Da fand ich, also es war auch ein bisschen körnig, so, aber nicht so extrem. Also das fand ich auch nicht schlimm. Und da hat man auch gemerkt, wie das so in die Haut eindringt. So. Es hat mir, die Maske an sich hat mir auch gut gefallen. So. Das Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Aber ich fand, oder mir persönlich hat diese Maske irgendwie zu sehr nach Erdbeer geduftet. So, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Einfach, das war irgendwie, also für mich hat das irgendwie so richtig übertrieben nach Erdbeer geduftet. Und ich bin eigentlich sonst ein totaler Fruchtfreak, sag ich mal, weil ich zum Beispiel keinen Kokosnuss mag in jeglicher Hinsicht. So, und ja, ich weiß auch nicht so richtig. Also, das war irgendwie ganz merkwürdig. Also, mir war das irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. So, aber wie gesagt, das ist ja meine Meinung so. Vielleicht habt ihr ja eine andere. Oder vielleicht habt ihr ja auch da draußen einen Wunsch oder Wünsche, keine Ahnung, was ihr vielleicht euch schon immer mal kaufen wolltet. Oder ihr sagt, das musst du auf jeden Fall ausprobieren von den DM-Produkten. Ja, Freunde, also das war's dann jetzt auch schon mit meinem ersten Review-Haul. Ich will immer irgendwie Review-Haul sagen, ich weiß auch nicht. Nochmal das Ganze jetzt. Das war's dann jetzt auch schon mit meinem allerersten Review-Video zu meinem letzten DM-Haul, den ich gemacht habe. Den verlinke ich hier euch auch nochmal in der Infobox, damit ihr euch den auch nochmal angucken könnt, falls ihr den nicht schon gesehen habt. Ich hoffe, dass das Review-Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr natürlich eure Kritik, eure Meinungsäußerungen hier unten in die Kommentare schreiben. Ja, und jetzt würde ich sagen, wenn ihr jetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich da draußen natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!